Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Auch heute möchte ich euch wieder eine meiner Pfeifen vorstellen, einen Neuzugang aus dem Jahre 2015, jetzt vom vergangenen Sommer. Und bevor ich euch die Pfeife selbst zeige, würde ich sagen, machen wir doch erst einmal einen kleinen geografischen Exkurs, damit ihr seht, um welchen Ort es geht und gehen danach auf die Pfeife selbst ein. Bis gleich. Wie ihr sehen konntet, geht es um den Ort Brebbia im Norden von Italien, nördlich von Mailand. Und damit ist natürlich auch klar, dass es um eine Brebbia-Pfeife gehen wird. Und zwar habe ich mir im Sommer diesen Jahres eine Fat Bob gegönnt. Das ist ganz konkret dieser Kloppe hier. Doch bevor ich euch die Pfeife jetzt etwas genauer vorstelle, in gewohnter Weise erst einmal ein paar Detailaufnahmen, weil sie da einfach optisch wesentlich besser rüberkommt. Und anschließend gehen wir dann auf meine Eindrücke zu dieser Pfeife ein. Also wieder bis gleich. Jetzt habt ihr die Nahaufnahmen der Brebbia gesehen. Hier ist das gute Stück nochmal. Es ist aus dem Hause Brebbia die Fat Bob und zwar die Shape Nummer 2112 Sabbiata. Eine, wie ich finde, wunderschöne Pfeife. Und das Sabbiata steht bei Brebbia für die sandgestrahlten Modelle. Gucken. Autofokus, da haben wir ihn. Und ich muss schon sagen, gerade diese Sandstrahlung hier bei dieser Brebbia gefällt mir wahnsinnig gut. Hier kommt durch die Sandstrahlung immer noch so richtig schön das Grain zur Geltung. Und diese Sandstrahlung zieht sich wirklich über den kompletten Kopf hinweg. Es gibt also keine einzige Stelle, die plan gelassen worden ist. Mit Ausnahme halt von der kleinen Stelle hier unten am Holm. Mit der klassischen Stempelung eben Brebbia, Italy, Fat Bob 2112. Zu dieser Pfeife hier bin ich eigentlich eher zufällig gekommen. Und zwar war ich ja im Juli 2015 für ein paar Tage in Hamburg, habe dabei halt unter anderem auch Gerd Janssens Pfeifendepot von Bombardonius besucht. Doch am Dienstag zuvor war ich ein wenig in der Stadt unterwegs und bin dabei dann mehr oder weniger zufällig auf den Pfeifentech gestoßen. Hat halt überlegt, okay, schaust du mal nach, was hat Pfeifentech an Pfeifen und an Tabaken? War eigentlich auf der Suche nach einer ganz speziellen Pfeife und bin dabei dann zufällig auf dieses Stück hier gestoßen. Und zwar zu einem Preis, der noch um einiges günstiger war als der reguläre Ladenpreis. Ich habe die Pfeife entsprechend in Augenschein genommen, gesehen, dass sie wirklich super verarbeitet ist. Und da mir dieses Shape hier schon immer sehr gut auch gefallen hat, habe ich natürlich zugeschlagen. Das Faszinierende ist,
Wenn man sich dieses Shape genau anguckt, erinnert einen die Brebbia Fatbob 2112 unweigerlich ein wenig an die Savinelli 320KS. Wir haben also auch hier den wirklich kräftigen Holm mit einem kräftig auslaufenden Fishtail und dazu einen schönen, kräftigen Kopf. Zum Vergleich, hier ist die 320KS. Wenn wir die Pfeifen jetzt mal direkt untereinander halten, dann sieht man, dass die Brebbia 2112 Fatbob so ein bisschen wirkt wie eine Savinelli 320KS auf Steroid. Anders kann man es nicht sagen, denn wenn man sich auch den Kopf anguckt, im Vergleich, die 320KS kommt ja bekanntlich schon sehr kräftig daher. Hier ist jetzt mal die 320KS, die ist ja schon echt der Klassiker, liegt gut in der Hand, hat ein gut mittleres Füllvolumen, ist wirklich perfekt geeignet für jede Form von Tabak. Und wenn ich mir jetzt halt hier diesen Klopper dazu anschaue, er liegt super gut in der Hand, sehr griffig, ist vor allem auch was für große Hände. Das Füllvolumen kann man sich ja vorstellen, wenn ich den mittleren Finger reinnehme, er geht bis zum Ende vom ersten Glied und ich habe massig Platz, um den Finger hier drin zu bewegen. Hier geht also schon richtig gut Tabak rein, Füllvolumen wirklich gut mittel. Ich rauche die Pfeife aktuell immer noch ein, vornehmlich mit Flakes. Hier auch wegen des Einrauchens natürlich als aufgeriebenen Flake, sprich als Ready Wrapped. Hier sieht man so ein bisschen die Brennkammer, das wirklich mittig gebohrte Zugloch. Eine wirklich schicke Pfeife, die es nach wie vor für unter 100 Euro zu kaufen gibt. Die Raucheigenschaften sind fantastisch. Wie man ja auf den Bildern schon sehr gut erkennen konnte, wird sie mit einem Acrylmundstück, mit einem ausgezeichneten Biss geliefert. Wer mag, kann die Pfeife also auch gut noch zwischen den Zähnen fixieren, wobei ich sagen muss, aufgrund der Größe der Pfeife und damit doch des etwas höheren Gewichtes, sie ist zwar für ihre Größe noch leicht, aber ein Federgewicht ist sie ja trotzdem nicht. Ich bin sowieso kein Beißer, also ich versage es mir ohnehin, sie zwischen den Zähnen zu fixieren. Aber ich denke, selbst die Beißer werden an dieser Pfeife hier ihre wahre Freude haben. Eine wunderschöne Pfeife, klassische Form, sehr gute Raucheigenschaften, mit einem aus meiner Sicht guten Preis, aus Bella Italia. Wer große, griffige Pfeifen mag, dem kann ich die Pfeife wirklich ans Herz legen. Die Form ist klassisch, die Raucheigenschaften überzeugen. Von daher aus meiner Sicht eine klare Kaufempfehlung. Das war es auch schon soweit von mir zur Vorstellung der Brebbia Fatbob 2112 Sabiata. Ich bin schon gespannt, wer von euch vielleicht selbst schon die ein oder andere Fatbob hat. Es gibt ja mehrere Modelle. Wie sind eure Eigenschaften oder beziehungsweise wie sind eure Erfahrungen, eure Meinungen zu den Eigenschaften der Pfeife? Ich bin auf euer Feedback in gewohnter Weise gespannt. Danke euch herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit euren Pfeifen und mit euren Tabaken. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder auf diesem Kanal hier. Macht's gut und bis demnächst. Happy Puffing. Ciao.